Ja, Digga! Alter, Amy ruft an, gerade an. Boah, der fuckt mich gerade so auf. Alter, ich bin kacken gewesen, okay? Mama, Jungs, im Internet, ich hab's nochmal erzählt. Vlog, Jungs, ich bin ein CD-Money. Herzlich willkommen, heute machen wir ein bisschen Scheiße mit diesem geilen Anhänger. Los geht's! Und später werden wir noch ein paar gute Tipps, aber sehr, sehr gute Tipps zum Coronavirus sagen, also. Was für Scheiße ist das? Also, Emil fand das cool. Leute, wir machen jetzt gerade das Fahrrad, diesen, wie heißt der Scheiß eigentlich? Anhänger. Ans Fahrrad. Mit dem Banzer-Date, ey, wenn das klappt. Wir haben sogar schon einen Stuhl. Das wird mich so dick nicht machen. Leute, das ist der allererste Anhänger-Test von Sydney und Emil. Los geht's! Ey, das klappt! Alter, hier ist ein Bordstein. Guckt euch die Anhänger an! Guckt mal, das Pfand ist. Junge, warum hängt das denn so schief? Der Emil ist ein fucking Ingenieur, Digga. Nee, Digga. Digga. Weg, Digga. Warte, dann nehmen wir wieder ein, wie das Teil gefahren ist. Junge, warum hängt das denn so schief? Ey, ich hol mir, glaube ich, den Helm. Ey, Sydney, erstmal langsam fahren. Ich will nicht sterben direkt. Ich will nicht fahren. Eben größte Eier, jetzt größter Schisse. Ja, guck mal, meine Konstruktion, die ist gut, aber wenn Sydney nicht fahren kann, kann ich auch nichts ändern. So. Emil, denkst du, wir werden einen Unfall bauen? Nein. Okay, vielleicht doch. Hä? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum allerersten Anhänger-Test mit Sydney. Emil. Ich hab so Angst, Mann. 3, 2, 1. Ah, shit. Fährst du deine Kurve? Um ganz ehrlich zu sein, ich war schon ziemlich beeindruckt gerade, wie das gehalten hat. 3, 2, 1. Ah, nicht so schnell. Mehr. Bini Gonzales. Sydney, falls ich sterbe, ich hasse dich. Alter, das ist ein Bini Gonzales. Oh, ich dich schon sehen kann. Ich fand das noch, ich kann mal nicht. Jetzt testen wir, ob es auch ein Mountainbike fähig ist. Nein, Sydney, nein, 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 nein. Das Gelände schafft uns auch. Geradeaus auf den Bordstein. Nein! Für ganze 4,99 € könnt ihr diesen Anhänger für ganze 4,99 € kaufen. Kauft ihn auf eBay für 4,99 €. Es ist sogar mit Corona infiziert. Yummy, lecker. Das ist der Anhänger-Stabilitationstest. Ja, Digga, du hättest das mal auf mich geworfen, Mann. Junge. Heißt ja, nicht fang. Du bist echt beeindruckend. Scheiße, ja, das ist... Ich bin stolz auf dich. Leute, jetzt kommt das Thema, auf das ihr alle gewartet habt. Coronavirus. Nein, wir machen aber ganz kurz. Leute, bleibt einfach zu Hause. Bleibt zu Hause. Ich mache meine eigenen Memes. Geil. Und wenn euch langweilig ist, dann klickt doch mal auf diese Playlist. Dann könnt ihr einfach alle unsere Vlogs schauen. Emil, würdest du auch sagen, das ist die beste Lösung. Das ist die beste Lösung eigentlich. Normalerweise fährt hier kein Ordnungsamt vorbei. Eine sehr interessante Situation. Also da hinten ist ein Spielplatz und da kamen jetzt gerade Polizisten. Ne? Und da waren Leute drauf, die haben Basketball gespielt. Die sind jetzt so hart gefickt. Oh, das muss wehtun. Das muss wehtun. Ah. Jetzt kommen ein paar weise Worte mit Sydney. Ach, Emil, halt die Schnauze, Alter! Du regst mich schon wieder auf, Alter! Jetzt kommen ein paar weise Worte mit Sydney. Filmen Sie? Ja. Meine Damen und Herren, die Welt ist ein gefährlicher Ort. Ich packe mir gerade an meinen Penis. Aber das ist eigentlich auch völlig egal. Bleib zu Hause. Weil es ist sehr wichtig. Ich will nicht, dass mein Opa stirbt. Danke. Leute, ich könnte jetzt einfach wie jeder YouTuber 20 Minuten über das Thema reden, aber ihr wisst eigentlich schon, um was es geht. Hände waschen, euch nicht mit Freunden treffen. Moin, Emil! Moin, moin! Aber jetzt ganz ehrlich, meine Meinung ist, ja. Meine Meinung ist, passt einfach auf, ganz ehrlich. Ich treffe mich gerade nur mit Emil, also deswegen ist mein sozialer Kontakt sehr weit unten. Außerdem, was ihr in der Zeit machen könnt, wenn ihr zu Hause seid. Für alle Jungs, eigentlich ziemlich easy. Und wenn ihr das tut, was ich gerade euch empfohlen habe, dann werdet ihr auch nach diesen 5 Wochen so ausschauen. Nein, Spaß, Leute, natürlich macht das nicht. Wie schon vorhin gesagt, Vlogs-Playlist, beste Playlist. Schaut einfach all meine Videos. Nein, dann werdet ihr definitiv nicht unter gelangweilt sein. Ich kann kein Deutsch, Emil. Hä? Nein, Spaß beiseite. Was ich auch wirklich andauernd mache, ist viel für die Schule, viel lesen, viel einfach über die Welt reden und lesen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Emil, kommt das glaubwürdig rüber? Ja, klar. Gut. Weil ich mach's absolut gar nicht.
Wer hätte das denn jetzt gedacht? Ach, keine Ahnung. Und wenn ihr mit der Vlog-Playlist fertig seid, dann könnt ihr auch mir auf TikTok folgen. Da lade ich sehr sexy Videos hoch. Coronavirus! 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 Und jetzt kommt wirklich der beste Tipp, wirklich der allerbeste Tipp. Abonniert, ciao. Like, nicht mit Humor.